Auf dich, Kitty. Nicht schlecht, dein Kahn, Bernie. Wirklich ein kleines Paradies. Nur eine Sache fehlt. Glaube ich nicht. Sekt. Die Flasche ist leer. Ich hole eine neue. Ich habe ihn extra ins Wasser gehängt, damit er schön kühl ist. Schon gut, nichts passiert. Was war das? Das ist eine Harpune, die ist losgegangen, ist halb so wild. Hier, schau mal, wie kalt die Flasche ist. Aber eine Harpune geht doch nicht einfach so los. Einer lacht zuletzt von Christoph Güsken. Regie Klaus Mehrländer. Hallo Leute, mein Name ist Kittel, Bernie Kittel, Privatdetektiv, derzeit im Knast. Klar, haben Sie noch nie gehört meinen Namen, weiß ich. Mich kennt keiner und so soll es auch bleiben. Merken Sie sich also den Namen nicht, hören Sie weg. Kittel wird es nämlich bald nicht mehr geben, der hat die Schnauze voll. Ist es leid, den Volltrottel für all die sauberen Typen zu spielen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Für die mag das bedauerlich sein, die lachen gerne mal über so einen Blindgänger, der sich vergeblich abstrampelt, aber irgendwann kommt der Punkt, da hat es der Volltrottel gründlich satt, sich weiter abzustrampeln, finito. Vielleicht bin ich eine Null, aber niemand zwingt mich, euer Clown zu sein, also mache ich mich davon und weine dieser Scheißwelt keine Tränen nach. Adios. Tolle Ansprache, Mann. Wirklich beeindruckend. Was für eine Ansprache denn? Sehe ich etwa so aus, als ob mir der Sinn nach einer Ansprache steht? Für sowas hattest du schon immer eine Schwäche. Sei ehrlich. Ein Abschiedsbrief ist das, keine Ansprache. Ein verdammt guter sogar, aber für sowas hast du ja keinen Sinn. Ein Abschiedsbrief der Spitzenklasse. Das Einzige, was ich in meinem Leben so richtig sehen lassen kann. Ist ja schon gut, Mann. Ich glaub's dir ja. Mein Lebenswerk, könnte man sagen. Und ich dachte, du kämst wenigstens hier mal auf andere Gedanken. Adios. Sehr gut. Kurz und knapp. Niemand kann sagen, dass mein Abschiedsbrief keinen Schneid hätte. Ein gut formulierter Abschiedsbrief, das ist schon der halbe Selbstmord. Wie ein Bewerbungsschreiben, verstehst du? Wenn du das nicht perfekt aufsetzt, dann wirst du gar nicht erst zur Vorstellung eingeladen. Henk, hörst du mir überhaupt zu? Nein, tue ich nicht. Warum sollte ich? Ich wollte dich eigentlich was fragen. Dann frag doch einfach. Was würdest du davon halten, wenn wir beide schon bald wieder zusammenarbeiten würden? Hm? Kittel und Voss, private Ermittlungen. Wie in alten Zeiten, hä? Hm? Fantastisch ist das, ganz fantastisch. Was ist fantastisch? Ja, was schon? Unser Laden hier. Siehst du diesen Scheck? Das sind 4 Stellen vor dem Komma. Aha. Wenn das so weitergeht, dann können wir uns bald ein Wartezimmer zulegen. Ja, freut mich für dich, Henk. Ich hätte nie gedacht, dass so eine Detektei eine richtige Goldgrube sein kann. Übertreibt man nicht. Verdammt, das fangt man das im Eimer. Das ist doch kein Problem, Kittel. Das ist jetzt alles kein Problem mehr. Wir kaufen einfach eine neue Schreibmaschine. Ein Farbband würde mir schon reichen. Sag mal, was tippst du da eigentlich so Wichtiges? Das hier? Ja, was soll das werden? Sowas wie meine Kündigung, Henk. Ich mach Schluss. Du machst was? Ich zieh einen Schlussstrich. Irgendwann musste das sein. Aber das... Du kannst das nicht. Was? Doch nicht jetzt. Du kannst nicht einfach aufstehen und gehen. Wieso nicht? Och, Kittel, du spinnst doch. Du bist eine Vollmeise. Und seit wir uns kennen, ist die ständig größer geworden. Ja, doch. Aber ich kapier's einfach nicht. Schmeißt du immer so schnell alles hin, ja? Dann nimm dir doch am besten gleich einen Strick. Ist gar nicht so einfach, wie du denkst. Hey, Kittel, ich hab dich was gefragt. Alles wie früher, was? Ja. Jetzt fängst du gleich noch an von den Bienen, die draußen summen und der Sonne, die morgen wieder scheint. Wetten? Nein, danke. Mir brauchst du mit sowas nicht zu kommen. Das ist was für die Typen, die bequem von ihrem Sessel aus über den Sinn des Daseins nachgrübeln, mit der heilen Welt unterm Hintern und einem klugen Buch in der Hand. Nichts für Blindgänger wie mich. Wenn ihr nämlich alle möglichen Scheißkerle von morgens bis abends in den Arsch getreten haben, Jahr aus, Jahr ein, dann bist du irgendwann froh,
wenn du noch eine Karte in der Hand hast, um das traurige Spiel zu beenden. Und diese eine Karte besteht darin, deinen Arsch aus dem Spiel zu nehmen. So einfach ist das. Hör mal, Kittel, wie lange kennen wir uns jetzt? Hm? Glaubst du wirklich, ich hätte den ganzen Weg hierher gemacht, um mir deine Litaneien anzuhören? Pass auf. Es gibt vielleicht einen Weg, wie ich dich hier raushauen kann. Mhm. Ganz zufällig habe ich nämlich gestern den alten Gomolka getroffen. Ach, den alten Gomolka. Ja, Gomolka, mhm. Du weißt doch, wir haben mal für ihn ermittelt. Mhm. Das heißt ich. Aber er war sehr zufrieden und irgendwie, denke ich, ist er uns noch was schuldig. Ich habe ihn also gefragt, wie das in deinem Fall so ist. Nein, Hank. Was soll das heißen, nein, Hank? Das soll heißen, danke, Hank. Danke, sehr nett von dir, aber ich verzichte. Aber verstehst du denn nicht? Ich könnte dich hier rausholen. Ja, brauchst du aber nicht. Ehrlich, ich weiß das zu schätzen, aber ich habe die Sache nochmal in den Sand gesetzt. Ich allein. Und das ist das, was zählt, weißt du? Ich setze nämlich alles in den Sand und deshalb musste alles so laufen von Anfang an. Und nicht erst seit dem Abend, als mir Balbeck über den Weg lief. Wen haben wir denn da? Täusche ich mich oder ist das tatsächlich? Hey, ja. Du bist es doch, was? Schwer zu beantworten, diese Frage. Kittel, du bist doch Kittel, habe ich recht? Ja, und wann geht's erst noch was an? Ach, Bernie. Du kennst mich wohl nicht mehr. Jetzt streng doch mal deine grauen Zellen an. Klick, klick, klick. Das war doch immer deine Stärke. Klick, klick, klick. Aha. Menschenskind. Balbeck! Ja, das ist vielleicht ein Ding. Das müssen wir feiern, was? Komm schon, Junge, ich muss dir unbedingt ein paar Freunde vorstellen. Und dann erzähl mal, was du so getrieben hast all die Jahre. Also, das ist ja ein Ding, wirklich. Ich komme noch immer nicht drüber weg, der gute alte Bernie. Nun komm schon, alter Junge, zieh dich bloß nicht. Wir haben uns jede Menge zu erzählen. Hey, Leute, ich muss euch unbedingt jemand vorstellen. Ein Kumpel von mir aus alten Zeiten. Also, das hier ist Dr. Mattis, Kunstexperte und mein Teilhaber sozusagen. Kannst ihn auch Hajo nennen, wenn du willst. Was, Hajo? Hajo, das ist Bernie. Guten Abend. Guten Abend. Deine Frau Inge? Hallo. Ist sie nicht bezaubernd? Und meine Frau Kitty? Hallo. Hallo. So, und jetzt setz dich, Junge. Nur keine Hemmung. Als welches Wiedersehen, das muss doch gefeiert werden. Willst du nicht auch, oder nicht? Hey, Kitty, sei doch so lieb und besorg uns was zu trinken, ja? Machen Sie auch in Kunst? Nein, ich kenne ihn nur von früher. Von früher? Sie waren also mit ihm auf der Akademie? Ja, ich habe nicht gemalt. Ich war der Rausschmeißer. In der Akademie? Sie wollen mich auf den Arm nehmen. Nein, wirklich. Sowas gab's damals. Wegen der vielen brotlosen Künstler, die sich da einschleichen wollten. Hey, Kittel, setz dich bloß nicht zu weit weg. Ich will auch was von dir haben. Ein Glas kommt sofort. Hajo, Inge, was ist denn los mit euch? Ach, wir wollten eigentlich eben schon aufbrechen. Oh, das könnt ihr doch jetzt nicht machen, jetzt wo es gerade schön wird. Tut mir leid, aber du weißt doch, Inge fühlt sich heute nicht so richtig. Oh. Also dann, ich ruf dich an, Rudi. Weißt du, ich habe einfach ein Schweineglück gehabt. So etwas gibt's noch. Ich habe mir immer vorgenommen, in dem Zug zu sitzen, der nach oben fährt. Das ist wichtig, dass du dir das vornimmst, weißt du. Du musst eigentlich nur am richtigen Tag auf dem richtigen Bahnsteig stehen. Mit der richtigen Fahrkarte. Ne? Ne? Stimmt. Du hast es wieder mal erfasst. Ja, die Fahrkarte darf man nicht vergessen. Das ist gut mit der richtigen Fahrkarte. Darauf trinken wir noch einen, was? Rudi Balbeck ist einer von denen, denen alles ständig zufällt, ohne dass sie sich dafür totschuften müssen. Nicht, dass sie was dafür könnten, aber verdient haben sie es auch nicht. Auf der Schule hat er nicht viel vom Reinklotzen gehalten und trotzdem holt er sich im Vorbeigehen gute Noten, Schulpreise und Belobigungen. Irgendwann hat er sich für sowas wie einen Künstler gehalten, mit ein paar Strichen was zusammengeschmiert und schon bekam er ein Stipendium. Ja, so läuft das nun mal heutzutage, Kittel. Jede Menge teure Ringe an seinen Fingern. Was hab ich da schon vorzuweisen? Einen missglückten Versuch nach dem anderen. Und mein Abschiedsbrief. Aber damit ist auf die Dauer kein Geld zu machen, weißt du, du rackerst dich ab und bleibst ein armer Schlucker. Hey, das Künstler-Dasein mag schön sein, aber nichts für Rudi Balbeck. Ins Geschäft kommen musste, darauf kommt's an. Ja. Tja, und deshalb habe ich dann meinen Laden aufgezogen. Ja. Und dann noch einen, das läppert sich. Galerien, Vernissagen, Kunstmessen. Wusstest du, dass auf dem Kunstmarkt ähnliche Summen im Spiel sind wie auf dem Drogenmarkt? Mhm. Doch, das ist nicht übertrieben, mein Junge.
Also ran, habe ich mir gesagt. Ja, toll, Rudi. Läuft ja alles toll. Das finde ich auch, mein Guter. Kann mich nicht beklagen. Alles da, was das Herz begehrt. Ein fantastisches Haus. Frauen, ja. Feste, was schon. Fehlt nur noch die obligatorische Segeljacht, sag ich immer. Ja, die kriegst du auch noch, da bin ich sicher. Wenn du das sagst, Bernie, du musst es wissen. Klick, 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 was? Naja, aber jetzt du. Jetzt ich? Was? Na, erzählen. Was hast du gemacht? Ich wette, du bist einer der Großen der Jazzmusik geworden, habe ich recht? Jazzmusik. Hey, Kitty. Hier bin ich. Du hast mich schon ganz vergessen, was? Du musst wissen, unser Bernie war nämlich ein richtiger Zauberer auf dem Saxophon. Das hoffnungsvollste Nachwuchstalent seit Jahren. Na komm, komm. Was? Wie war das doch, dieser Song, den du immer gespielt hast? Bossa. Ja, ja, Bossa, ja. Nova. Lou Bossa hieß das Ding. Ach so. Ja. Ich hab's aufgegeben, also. Keine nix Profikarriere? Mehr. Was? Kein Stipendium. Hattest du doch vor. Pech. Aber nimm's nicht tragisch, mein Junge. So ist das mit den Jugendträumen und mit dem, was daraus wird. Es sei denn, man sitzt im richtigen Zug, ne? Welchen Zug? An dem nach oben, hast du doch gesagt. Ach ja, richtig, die Fahrkarte. Was? Die mit der richtigen Fahrkarte? Ja. Schade, also. Kein Saxophon mehr. Doch. Aber nur noch privat, wenn ich nachdenken muss. Nachdenken? Du denkst also nach? Habe ich mir doch gedacht, die grauen Zellen, was? Genau die. Und was kommt dabei raus? Ich bin Privatdetektiv. Nein. Doch. Das ist ja ein Ding. Ehrlich? Ja. Du bist wirklich so ein Detektiv? Ja. Das ist kein Scherz von dir? Kein Scherz. Also wirklich? Das hätte ich am wenigsten vermutet. Die Welt steckt doch noch voller Überraschungen. Prost, mein Lieber. Ja, Prost. Auf den Meisterdetektiv. Mhm. Also, ich werde mich jetzt mal hier wegmachen. War nett, dich wieder zu sehen. Nein, nein, nicht doch, das kannst du nicht machen. Wir haben doch gerade erst angefangen mit dem Feiern. Ja, Kitty, ja. Schatz, wie wär's, wenn du einfach mal ein Taxi nimmst? Ich komme nach. Ja, aber Moment. Du siehst ja, wir reden noch ein bisschen, ja? Aber du hattest doch versprochen, dass... Ja, ich weiß. Es ist, hat sich jetzt anders ergeben. Sei lieb, geh schon vor, ja? Okay. Wunderbar. Ja. Die Frauen. Ja, ja. Ein ewiges Thema, du kennst das. Ja. Ich erinnere mich. War schon in der Schule so. Du bist immer bei den tollsten Mädchen gelandet, ohne einen Finger krumm zu machen. Ich habe mich gefragt, wie du das immer machst. Also. Schwein, mein Lieber. Habe ich dir doch gesagt, du musst im Schwein haben. Mhm. Und jetzt erzähl doch mal. Wie ist das, ein Detektiv zu sein? Das muss doch wahnsinnig spannend sein. Na ja. Dunkle Kneipen, dunkle Hinterhöfe, zwielichtige Gestalten, all das. Das muss doch wahnsinnig spannend sein, Mensch. Ich beneide dich. Alles andere als spannend war's, weißt du ja selbst. Keine Kneipen, keine Hinterhöfe. Nur Klienten, die nicht zahlen wollen. Und Missgeschicke. Komm schon, Bernie, jetzt hört's aber auf. Es hat dir doch auch Spaß gemacht, den Schnüffler zu spielen. Warum gibst du das nicht zu? Ja, vor allem der Fall Olivias Ment. Der Börsenmakler, dessen Frau du beschatten solltest. Ja. Ne? Und deswegen hast du alles hingeschmissen? Aber das war doch eine Panne, die passiert jedem mal. Panne? Panne nennst du das? Das nenne ich in flagranti erwischt, Frau Schment. Bitte mal so bleiben. Wer sind Sie denn? Was soll das? Ach du schöne Scheiße. Aber war es unabsichtlich. Ich meine, niemand wollte, dass es so kam. Wie konnte ich auch ahnen, dass dieser Trottel vor lauter Schreck das Radio fallen lässt? Und trotzdem wollte Sment mir alles in die Schuhe schieben. Ausgerechnet der, der kurz vorher auf die Fotos gespuckt und geschworen hatte, diese Schlampe umzubringen. Gut, für eine Anklage hat es nicht gereicht, aber mir reichte das Schnüffler-Dasein. Ein für alle Mal.
Ja. Spreche ich mit Mr. Holmes persönlich? Holmes? Ja, doch, Sherlock Holmes, der Detektiv. Hey, Bernie, das ist ein Scherz. Ah, ja, ja, ja. Also, Bernie, weshalb ich dich anrufe, wir beide sollten uns treffen. Was hältst du davon? Also, ich weiß nicht. Ja, so richtig schön zum Essen. Ich habe da auch schon das entsprechende Lokal im Auge. Feine Küche, sag ich dir. Mit allen Schikanen. Zum Essen, also, sei mir nicht böse, Rudi, aber ich... Naja, nicht zum Essen, zum Reden. Nur wir beide, Bernie. In aller Ruhe. Und wie wär's mit morgen Mittag, so um eins? Um eins, ja, warte mal, um eins, da habe ich... Zeit? Wichtige Besprechung? Ach komm schon, Bernie, mir machst du doch nichts vor. Du wirst sehen, es lohnt sich auch für dich. Also ist es geschäftlich? Sozusagen. Ja, wie ist es? Gib dir einen Ruck. Hey, wen haben wir denn da? Der Kenk. Ich wusste doch, dass du dir es noch überlegst. Ja, allerdings habe ich gemacht. Also, steigst du wieder ein? Tut mir leid, Hank, ich bin nicht mehr dabei. Ja. Und jetzt? Ich habe genug zu tun. Ach ja, ich vergaß, dass du aus dem Leben scheiden wolltest. Aber wie ich aus deiner Anwesenheit hier schließe, hat's bisher noch nicht geklappt. Du kaufst mir das nicht ab, was? Ich habe alles Mögliche vorbereitet. Auto, Boot, Wohnung. Wann es passiert, weiß niemand. Ja, weil du Schiss hast, vom Kölner Dom zu springen, wie jeder normale Selbstmörder. Da fehlt nur noch eine Bombe auf deinem Boot mit blind eingestelltem Zeitzünder. Schon versucht, aber die hat versagt. Schlechtes Dynamit. Auch ziemlich billig. Wie bedauerlich. Blindgänger eben. Genau wie ich. Kittel, du bist verrückt. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Ja, du. Den alten Kahn brauchst du denn nicht zu präparieren. Das reicht doch, wenn du einfach mal auf See rausfährst. Sag nichts gegen das Boot. Das ist mein ganzer Stolz. Na, jedenfalls, wenn deine vielfältigen Selbstmordaktivitäten das zulassen, dann können wir ja demnächst noch mal ein Bier zusammen trinken. Vorerst nicht. Da ist nämlich noch was anderes. Was anderes? Ja. Vielleicht habe ich ja doch sowas wie einen Auftrag. Probier doch mal die Muscheln. Ausgezeichnet, sag ich dir. Das ist nett von dir, Rudi, aber mir ist das nicht recht. Ich will nicht, dass du das alles für mich bezahlst. Ach was. Lass mich doch wenigstens die Getränke... Das kommt doch gar nicht in Frage, mein Lieber. Hör mal, wir sind doch nicht mehr in der Schule, was? Also das ist ein Geschäftsessen. Ich will etwas von dir, deshalb zahle ich dir das so üblich. Nee. Du willst was von mir? Ja, du bist Detektiv. Also werde ich dich, wie nennt man das, engagieren? Ja. Mich, aber wieso? Also, wie denkst du über mein Angebot? Was fand Kitty nur an ihm? Immer wieder fragte ich mich das, während er da saß, über seinen Teller gebeugt, an den soßigen Fingern schleckend. Er sah nicht besonders gut aus, nein, wirklich. Das konnte man nicht sagen. Es geht um meine Frau, weißt du, um Kitty. Mhm. Du hast sie ja neulich kennengelernt. Ja. Bemerkenswerte Erscheinung. Danke sehr. Aber ich fürchte, mein Freund, gerade das ist das Problem. Ach, dass sie gut aussieht? Ja, das ist ein beneidenswertes Problem, finde ich. Aber was habe ich damit zu tun? Na, was wohl? Ich fürchte, dass sie mich betrügt. Du sollst für mich herausfinden, mit wem, wer, wo, wann, wie oft. Das Übliche, Bernie. Du kennst das doch. Hm? Machst du es nicht? Hm? Komm, komm. Lass mich nicht hängen. Er dachte, es wäre das Geld, das mich umgestimmt hatte. Er konnte nicht anders, als das zu denken. Aber die Aussicht, einen kurzen Blick hinter die Fassade des unschlagbaren, unwiderstehlichen Rudi Balbeck zu riskieren, reizte mich ungemein. Zeuge einer, wenn auch nur kleinen, Niederlage des notorischen Gewinners zu werden. Alles in allem eine Routineübung, wenn ich auch im eigentlichen Sinn nicht behaupten will, ein Profi zu sein. Das Problem war nur, dass ich völlig vergessen hatte, dass meine Karre ja präpariert war. Verdammt!
auch das noch. Wo hat er denn verhandelt? Auf dem Garmann? Die Idioten! Ja. Sehen Sie sich mein Auto an! Warten Sie doch mal die... Moment! Hier, meine Tür, die geht nicht auf! Oh, das kann doch nicht wahr sein! Oh, Mensch! Haben Sie geschlafen, oder so? Oh. Verdammter Mist! Oh, nein! Oh. Sie haben doch kaum was abgekriegt, gucken Sie mal. Ein paar Kratzer. Ein paar Kratzer? Was heißt hier ein paar Kratzer? Der größte Schaden ist ja bei mir, das sieht man auch. Hier alles eingebeult, der Kühler ist hin. Hier, die Radaufhängung, total schief. Damit kann ich überhaupt nicht mehr... Wenn Sie denken, mit der Mitleidstour können Sie bei mir was... Hey, sagen Sie mal, sind Sie nicht der Detektiv? Welcher Detektiv? Ach, jetzt tun Sie bloß nicht so. Woody hat Sie doch letzte Woche vorgestellt, im Savoy. Doch, Sie sind es. Wenn Sie meinen. Natürlich meine ich. Hat mein Mann Sie engagiert? Wie kommst du denn darauf, gnädige Frau? Lassen Sie die gnädige Frau doch weg. Das steht Ihnen nicht. Oder denken Sie vielleicht, Sie müssten so reden, weil Sie Privatdetektiv sind? Nein, ich meine Frau Balbeck. Aber warum sollte Ihr Mann mich engagieren? Wozu? Als was? Sie müssen nämlich wissen, ich arbeite gar nicht mehr als Detektiv. So, tun Sie gar nicht? Nein. Sie wollen mir also erzählen, Sie sind zufällig da hinter mir hergefahren. Ja, soviel ich weiß, ist das eine öffentliche Straße und da fährt man hinter den Leuten her, ob man will oder nicht. Und gestern? Was mit gestern? Ich meine, sind Sie da auch nur zufällig hinter mir hergefahren? Und vorgestern? Mhm. Und den Tag davor? Mhm. Eine außerordentlich seltene Häufung von Zufällen. Meinen Sie nicht auch, Herr Privatdetektiv? Ja, da müssen Sie mal recht geben, Frau Balbeck. Was soll denn jetzt dieses Frau Balbeck? Sagen Sie einfach, Kitty, einverstanden? Schluss mit den Formalitäten. Und jetzt geben Sie endlich zu, dass mein Mann Sie engagiert hat. Weshalb sollte er so etwas tun? Nun, um hinter mir herzuschnüffeln. Er ist nämlich von der fixen Idee besessen, dass ich einen anderen habe. Ja und? Haben Sie einen anderen? Geht Sie das was an? Das ist schließlich mein Job, anderen Leuten... Ich meine... Na gut, das ist ja schon was. Wenigstens haben Sie es jetzt zugegeben. Sie arbeiten also für Rudi. Nehmen wir an, es ist so. Dann verraten Sie mir aber auch, ob er recht hat mit seinem Verdacht. Warum sollte ich? Bin ich Detektiv oder Sie? Wenn Sie etwas herausfinden wollen, dann tun Sie Ihre Arbeit und verschwenden Sie Ihre Zeit nicht in Cafés. Wie kommen Sie denn darauf, dass ich meine Zeit verschwende? Mit Ihnen? Oh, danke sehr. Ein Privatdetektiv, der einem Komplimente macht. Das war ja nicht so gemeint. Nicht? Ja, doch. Natürlich könnte ich mir nichts Schöneres vorstellen, als mit Ihnen hier zu sitzen. Wollen Sie das schön? Ist es denn so? Ja, möglicherweise, aber... Wie Sie selbst sagten, ist es auch mein Job? Ich meine... Jetzt sagen Sie gleich wieder Gnädefrau, stimmt's? Was? Gnädefrau, warum machen Sie es uns denn so schwer? Sie wissen Bescheid und ich weiß, dass Sie Bescheid wissen. Also wozu noch Versteck spielen? Hey, Partner! Ach, Henk. Kann ich dich irgendwohin mitnehmen? Ja. Fußgehen ist ja sonst nicht deine Art. Was macht dein Schlitten? Kleiner Unfall. So ein bisschen nachgeholfen, was? Naja, defekte Bremsen. Ist nicht so schlimm, läuft alles in der Spesen. Morgen nehme ich meinen Mietwagen. Und die Kleine da eben? Ist die dein Auftrag? Welche Kleine? Na, die im Café. Zum Beispiel, schnüffelst du jetzt neuerdings hinter mir her? Unsinn. Ist auch einer Zufall, ich schwör's. Hat die ja in der Gegend zu tun. Sag doch, wer ist sie? Die Frau meines Klienten. Ich beschatte sie. Du beschattest sie? Ja. Hey, gratuliere, Kittel. Sie schien dich gar nicht zu bemerken. Spar dir deine Scherze. Die Tarnung ist aufgeflogen. Das war ja der Unfall. Und jetzt? Was jetzt? Was willst du jetzt tun? Ich werde sie weiter beschatten. Obwohl sie dich kennt? Wo ist denn da der Witz? Ich habe keine andere Wahl. Was gibt's denn? Das soll ich Ihnen geben von der Dame da drüben. Ja, was ist denn? Wieso? Von welcher Dame überhaupt? Ja, da drüben.
Die mit dem pinkfarbenen Kleid. Als kleine Abwechslung für Sie, soll ich Ihnen sagen. Ja, woher soll ich denn? Ich kenne die Dame überhaupt nicht. Entschuldigung. Was denn noch? Das Eis. Es tropft auf Ihre Hose. Was? Ach du Scheiße. Sie schien das Ganze für ungeheuer komisch zu halten. Es machte ihr Spaß, mich an der Nase rumzuführen. Für mich war das reine Zeitverschwendung. Ich kam auch keinen Schritt weiter. Malbec konnte ich nach 2 Wochen Ermittlungen nichts präsentieren, außer Fotos von Kitty vor diversen Kaufhäusern, Boutiquen und Schmuckgeschäften. Immer die übliche Geschichte. Der Lover existiert nur in der schmutzigen Fantasie des Ehemanns. Tja, daran habe ich auch gedacht. Aber im selben Moment habe ich mich dabei ertappt, dass mir diese Vorstellung alles andere als unangenehm war. Ach ja? Gönnte ich Rudi eine treu liebende Ehefrau? Wohl kaum. Meine heimliche Freude an dem Gedanken ergab keinen Sinn. Es sei denn... Ja, Kittel hier. Hallo Bernie, hier ist Kitty, Ihr Opfer. Störe ich Sie vielleicht? Nein, nein, Sie stören mich keineswegs. Erinnern Sie sich noch, dass Sie neulich sagten, wir brauchten nicht Versteck zu spielen? Das war nicht ich, das haben Sie gesagt. Ist doch egal. Wäre trotzdem ein vernünftiger Vorschlag, finden Sie nicht? Warum treffen wir uns nicht einfach und bereden die Sache mal? Sie haben gar keinen Liebhaber, stimmt's? Kann schon sein, dass Sie recht haben, Privatdetektiv. Sie sind doch cleverer, als ich dachte. Ja, offenbar macht es Ihnen noch immer Spaß, sich über mich lustig zu machen. Warum sollte ich mich lustig machen, Bernie? Ich habe nur ein Treffen vorgeschlagen. Aber wozu? Nehmen wir doch mal an, ich hätte keinen Liebhaber. Nur einmal angenommen. Würden Sie den Fall dann abschließen? Kann gut sein. Wäre dann nicht abgeschlossen? Nein. Wieso nicht? Aber Bernie, wenn ich keinen Liebhaber habe, wohlgemerkt angenommen, dann heißt das doch noch lange nicht, dass ich nicht einen haben könnte, oder? Es war ein fantastisches Essen. Ich hoffe doch, Sie sind jetzt nicht pleite. Ach, machen Sie sich darum nur keine Sorgen. Schließlich habe ich jetzt einen lukrativen Auftrag. Stimmt, das hatte ich schon fast wieder vergessen. Neulich Abend, als ich Rudi wieder getroffen habe, da haben Sie ihm doch was vorgespielt, stimmt's? Wie kommen Sie denn darauf? Na, das brave Mädchen. Er winkt mit der Hand und Sie trollen sich. So eine sind Sie doch nicht, habe ich doch sofort gesehen. Ach, haben Sie das? Mhm. Sie kennen sich aus mit Frauen, was? Nur sollten Sie ein wenig auf Ihr Äußeres achten. Was passt Ihnen nicht? Was ist denn nicht in Ordnung? Nichts, nur dieser Fleck da auf Ihrer Hose. Sieht so merkwürdig aus, passt Ihr? Das ist ein Eisfleck, nichts weiter. Ein Eisfleck. Sehr lustig. Rudi mit seinem Eifersuchtsgehabe. Ach, dabei liegt ihm eigentlich gar nichts an mir, verstehen Sie? Nicht wirklich. Weshalb verlassen Sie ihn nicht? Vielleicht tue ich das irgendwann. Aber es ist nicht so leicht, Bernie. Er verliert nicht gerne. Sie sind ein freier Mensch, Kitty. Was soll er dagegen unternehmen? Ein freier Mensch? Sehen Sie sich an. Sie tanzen auch nach seiner Pfeife. Ja, das ist was anderes. Ich bin doch nicht mit ihm verheiratet. Sie kennen Rudi nicht. Er ist ein rachsüchtiger Mensch. Und er ist nicht irgendwer. Harjo sagt, wer sich mit ihm anlegt, sollte sich vorher vergewissern, dass er sicher vor ihm ist. Und der weiß, wovon er redet. Harjo? Na, Mattisen. Er arbeitet für Rudi. Und ihn hält Rudi auch für meinen Liebhaber. Wie kommt er darauf? Ah, da meldet sich wieder der Detektiv, was? Aber ich muss Sie enttäuschen. Harjo hat mich ein- oder zweimal zum Essen eingeladen, als Rudi geschäftlich unterwegs war. Vielleicht wollte er auch bei mir landen, was weiß ich. Jedenfalls ist nie etwas Ernstes gewesen. Seitdem ist Rudi wie besessen von der Idee, ich könnte mit Harjo ein Verhältnis haben. Verstehe, verstehe. Oder täusche ich mich vielleicht? Täuschen worin? Ist es am Ende doch nicht der Detektiv, der sich da meldet? Sondern... Ach, Bernie. Malbec? Rudi? Ja, was gibt's? Hier ist Bernie, du weißt schon, ich rufe an wegen der Ermittlungen. Ja, richtig, und wie steht's? Mhm. Gibt's was Neues? Leider bin ich zurzeit hoffnungslos unter Druck, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Ja, ich kann dich ja später nochmal anrufen, wenn ihr was... Nein, du machst das schon. Nur
dazu, mein Lieber. Wie in alten Zeiten, was? Ja, ja, klar, Rudi. Sag mal, was hältst du von Mattissen? Käme der vielleicht in Frage? Also deiner Meinung. Du meinst Hajo? Ja, es kann auch sein, dass ich völlig daneben liege. Ist alles ganz vage. Ist noch viel zu früh, irgendwas Definitives zu sagen. Sehr gut, Bernie. Gute Arbeit. Du kriegst ihn schon zu fassen, da bin ich ganz sicher. Also bleib dran, mein Lieber. Und ruf mich an, sobald du ihn am Wickel hast, klar? Ja, mach ich. Rudi. Baalbek. Unwiderstehlicher Verführer, Liebling der Frauen. Wie wär's, wenn du mal runterkommst von einem Siegertreppchen? Nur dieses eine Mal. Nur dieses eine Mal. Ja? Hey, ich bin's. Ach du, kennst du mich überhaupt noch? Fast einen Tag habe ich nichts mehr von dir gehört. Ich muss dich sehen. Heute Abend. Vorher geht es leider nicht. Wir treffen uns bei mir auf dem Boot, wie immer. Oh, eine Ewigkeit bis dahin. Ich kann es nicht erwarten. Hey, Detektiv. Ich küsse dich. Ich dich auch. Detektiv, was kannst du sonst noch? Oh, eine Menge. Bomben basteln zum Beispiel. Saxophon spielen, Tresore knacken. Nur im Abschied nehmen, da mache ich keine so glückliche Figur. Och, das lässt sich doch hören. Ein vielseitiges Talent. Hey. Ach, jetzt brauche ich eine Zigarette. Komm sofort! Oh, oh nee! Oh, verdammt! Was war das? Bernie, wo kommt dieser Hammer her? Ja, ich weiß nicht. Von da oben. Mensch, der hätte dich erschlagen können. Ach, blöde Ding, habe ich ganz vergessen. Habe ich schon immer Glück gehabt. Zeig mal her. Oh, ja, das sieht ja schlimm aus. Das ist ja nichts. Armer Bernie. Das ist nichts. Oh, nichts? Das schwillt an, sag ich dir. Ja. Morgen früh wirst du ein wunderschönes blaues Auge haben. Sag ich ja. Mehr ist es nicht. Na komm, komm. Ein bisschen frische Luft. Ja, gut. Lass uns zusammen weggehen, wir beide. Ganz neu anfangen. Wie stellst du dir das vor? Meinst du nicht, dass Rudi was dagegen hätte? Natürlich hätte er. Ich finde, es ist jetzt an der Zeit zu gehen. Es ist soweit. Wir haben doch alles, Bernie. Uns beide. Das Boot. Was wollen wir denn mehr? Anker lichten und losfahren. Eine weite Reise machen. Und wovon, bitteschön? Hm? Vielleicht von dem Honorar? Dass dein Mann mir zahlt, damit ich ihm den Liebhaber seiner Frau präsentiere, mich selbst. Ach, drin, darüber solltest du nicht scherzen. Nein, theoretisch wüsste ich schon eine Möglichkeit, an Geld zu kommen. Nämlich? Nehmen es von ihm. Aus seinem Tresor. Du knackst ihn auf. Ach ja, ganz einfach so. Hast du nicht selbst gesagt, dass du dich darauf verstehst? Weißt du nicht mehr? Saxophon spielen und Tresore knacken? Oder war das nur so gesagt? Nein, ich hab mal zugesehen, wie man das macht. Das war mein erster Fall. Ich dachte, du bist Detektiv und kein Einbrecher. Wie denkst du denn, nur ein Einbrecher müsste was von Geldschränken verstehen? Das gilt doch wohl genauso für die, die das verhindern wollen. Also war es doch nur so gesagt. Was? Na, das mit dem Tresor. Nein, wie kommst du darauf? Das war nicht nur so gesagt. Ich frage mich, ob du es tun würdest, wenn du es könntest. Aber ich kann es doch. Also würdest du es tun? Wozu? Für uns. Für mich und für dich. Würdest du so weit gehen? Das ist die Frage. Denk mal das Risiko. Eben, ein hohes Risiko. Aber so viel kostet nun einmal unsere Zukunft. Willst du sie vielleicht billiger haben? Nein, wer sagt das denn? Ich riskiere... Du riskierst schon einiges für mich, aber eben nicht alles. Wieso denn, Kitty? Überleg doch mal. Also würdest du es nun machen, wenn du es könntest? Ich kann es doch! Dann mach es! Thank you.
Sag mal, wie hast du denn gedacht, dass wir da reinkommen? Oh, was ist denn jetzt wieder los? Kitty, hörst du mir überhaupt zu? Kannst du die Angelei nicht mal einen Moment lassen? Nein, was hast du gesagt? Ob du mir verraten kannst, wie wir da reinkommen sollen. Wo denn? Nein, das Haus, wo der Geldschrank steht. Glaubst du, es wäre so einfach? Es ist sein Haus, ich bin seine Frau, keine Probleme also. Es ist Baalbecks Tresor. Du willst es also tatsächlich tun, Danny? Ich weiß nicht, es ist bestimmt ein Haken dabei. Außerdem ist es vielleicht dumm, einen schweren Bruch zu machen, ohne zu wissen, ob in dem Ding überhaupt was zu holen ist. Es ist was zu holen. Jede Menge sogar. Sonst hätte ich doch gar nicht davon gesprochen. Ach ja? Ich hab dir von Harjo erzählt. Harjo Mattisen. Er hat ein paar Sachen über Rudi rausbekommen. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass mein teurer Ehemann seine Finger in so manchen Dingen hat. Krumme Dinger sind auch dabei. Mir weiter, erzähl. Ich weiß keine Einzelheiten, woher auch. Schließlich gehört sowas nicht gerade zu den Dingen, über die Rudi bereitwillig Auskunft geben würde. Aber ich bin nicht so dumm, wie er offenbar glaubt und kann mir so manches zusammenreimen. Ja, also worum geht es? Rudi hat Kontakte zu Hehlern in Italien und Frankreich. Nicht nur Kontakte. Es sind regelmäßige geschäftliche Beziehungen. Der Kunstmarkt ist ein Spiel mit hohen Einsätzen. Wenn du nicht mitgehen kannst, dann brauchst du dir gar nicht erst Karten geben zu lassen. Hat er selbst gesagt. Und dieser Mattisen, was spielt der für eine Rolle dabei? Ich krieg das nicht mehr raus. Du weißt es nicht? Ach, die Schnur. Sie hat sich verhört. Wie Hajo darauf gekommen ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht war er an dem einen oder anderen Deal beteiligt. Ist doch auch egal. Jedenfalls deutet einiges darauf hin, dass in dem Tresor eine Menge wertvolles Zeug liegt. Kunstobjekte, Schmuck. Aha. Aus nicht ganz astreinen Quellen. Also alles Ware, die offiziell nicht existieren darf, ja? Stimmt, genau. Wie ich schon sagte, kein Risiko dabei. Aber hat er dir gesagt, dass er etwas in dem Schrank deponiert hat? Nein, hat er natürlich nicht. Aber ich bin doch nicht blöd. Und Rudi ist viel zu sehr von sich eingenommen, als dass er auch nur in Erwägung ziehen würde. Man könnte ihm auf die Schliche kommen. Da! Oh, jetzt ist sie los! Verdammt nochmal, Kitty, sei vorsichtig. Das ist ein alter, baufälliger Kran. Zum Beispiel hier, sieh mal, da diese Planken da, die sind morsch, völlig morsch und buschig. Bernie? Hey, Bernie! Bist du okay? Sag mal, eins verstehe ich ja nicht ganz. Wenn du jetzt doch wieder einen Job angenommen hast, wieso können wir dann nicht zusammenarbeiten? Weil es kein Job ist, deshalb. Nicht? Ja, und wie war das mit dieser Luxusbraut, die du observiert hast? Das ist was anderes. Von mir aus nennt es ausgleichende Gerechtigkeit. Ist mir zu hoch. Also stell dir mal vor, du triffst einen, der regnet sich sein Leben lang in der goldenen Badewanne und muss dafür nicht mehr tun, als höchstens mal das Wasser reinlassen. Wenn du dich die ganze Zeit mit dem rostigen Eimer rumschlägst und selbst den nicht mal abbezahlt hast. So, und jetzt hast du auf einmal die Chance, die Dinge ein bisschen also zurechtzurücken. Zurechtrücken? Wie meinst du das? Sondern nur so ein Beispiel für ausgleichende Gerechtigkeit. Soll ich dir mal was sagen, Kittel? Ich finde, dass sich das nicht gut anhört. Für mich hört sich das sogar ausgesprochen krumm an. Weißt du auch genau, was du tust? Prost, Hank, auf deine Zukunft. Also wenn du irgendeinen Unsinn vorhast, mit deinem Sprengstoff, oder? Ach was, das ist doch eine ganz andere Kiste. Hier geht's lang. Nun komm schon! Ja, muss schon sagen, ein tolles Haus ist das. Fahr mal wirklich neidisch. Steh nicht rum, wir haben noch was vor. Also los! Was fuchtelst du denn immer mit der Taschenlampe darum? Ich denke, du wohnst hier. Es ist mir lieber so. Man sieht doch wirklich nicht gut. Mit diesem Ding. Komm, oder willst du hier Wurzeln schlagen? Ah, ich bin ja schon da. Oh, pass doch auf, du wächst das ganze Haus auf. Ja, ist denn jemand da? Dein Mann? Nein, der ist in Rom zusammen mit Tajo und Inge. Erst übermorgen sind sie zurück. Na, hoffentlich. Trotzdem, beeil dich. Verdammt. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Der blöde Schuss ist abgebrochen. Nichts wert, dieses billige Werkzeug. Was mache ich denn jetzt bloß? Hier ist noch eine Zange. Was soll ich denn damit? Mit der Zange, da kann ich doch nichts anfangen. Das ist keine Zange, das ist Schrott. Und das hier, was ist das? Was? Na, dieser Stift hier. Man kann ihn herausziehen. Ach so,
Lass mal sehen. Das darf doch nicht wahr sein. Warum sagst du das nicht gleich? Die ganze Schufterei, die hätte ich mir sparen können. Sag schon, was ist drin? Ich weiß nicht, das sieht ja ganz harmlos aus, wie Familienschmuck. Armbänder, Ringe, ein Collier. Beute, mein Lieber. Alles andere als harmlos. Beute aus Einbrüchen. Heiße Ware. Hier ist noch so ein Stapel mit irgendwelchen Papieren. Oh, Bingo! Was denn? Das ist Geld, Kitty, und zwar ein ganzer Haufen davon. Oh, Mann. Ich schätze so an die 50 Riesen. Große Scheine, so viel habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen. Unsere Fahrkarte, Bernie. Endlich können wir die Anker lichten. Was meinst du? Ja, wir sind schon so gut wie auf See. Da, du nimmst das Geld und ich pack die Klunker in die Tasche. Ich kann es kaum noch erwarten, Bernie. Wir sehen uns auf dem Boot. Wie? Du kommst nicht mit? Ich komm nach, Bernie. Erst mache ich noch ein bisschen Ordnung hier. Er muss ja nicht gleich Verdacht schöpfen, wenn er auf die Tür reinkommt. Wir haben nicht sehr viel Zeit, Kitty. Deswegen mache ich es ja. Vielleicht kommt er in den nächsten Tagen nicht auf die Idee, im Tresor nachzusehen. Oder in den nächsten Wochen. Okay, dann machen wir das eben zusammen. Nein, Bernie. Ich schreibe ihm auch noch ein paar Zeilen, um ihn auf die falsche Fährte zu locken. Mach du inzwischen das Boot klar. Naja, meinetwegen, aber verliere nicht zu viel Zeit. Kitty, komm doch rein, es ist offen. Stricker, mein Name. Kriminalpolizei, das ist mein Assistent Jandl. Guten Tag. Ja, darf ich fragen, was... Dürfen Sie gerne. Tun Sie sich keinen Zwang an. Wir sehen uns inzwischen ein bisschen um, wenn Sie nichts dagegen haben. Ja, ich habe aber was dagegen. Würden Sie mir erst mal erklären, warum Sie... Dann tun wir es eben, obwohl Sie was dagegen haben. Was ist denn das da zum Beispiel für eine Tasche? Sie werden beschuldigt, in das Haus eines gewissen Mathiesen eingebrochen zu sein und Schmuck im Wert von über 10.000 Mark entwendet zu haben. Was sagen Sie dazu? Oh, seien Sie nett, Kittel. Ne? Machen wir es kurz, ja? Sie haben doch verloren. Oder sehen Sie das vielleicht anders? Moment mal. Mathiesen, sagten Sie? Sind Sie da sicher? Er fragt uns, ob wir da sicher sind. Ein Witzbold. Was meinen Sie denn, wie viele Juwelendiebstähle in dieser Stadt so pro Nacht vorkommen? Ja, der Name, ich meine, der Name ist nicht Mathiesen, sondern Wahlbeck. Ah, Wahlbeck. Interessant. Jetzt sagen Sie uns bloß noch, Sie hätten sie in der Tür gehört. Sie haben den Falschen beraubt. So ein Pech. Aber es stimmt. Was stimmt? Ich habe wirklich den Falschen beraubt. Nun, Kittel, Sie werden verstehen, dass wir... aufgrund unserer Rechtsauffassung, die wiederum eine, wie soll ich sagen, enorm wichtige Säule unseres Berufes ist, gezwungen sind, davon auszugehen, dass es sich bei Einbrüchen jeder Art immer um den Falschen handelt. Gut, wir haben also den Schmuck. Ihr Geständnis wird auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Jetzt brauchen wir nur noch die Papiere. Papiere? Welche Papiere? Ah, nun kommen Sie schon. Wichtige Geschäftsunterlagen, die Sie auch gestohlen haben. Dr. Mathiesen besteht darauf, sie zurückzuerhalten. Für ihn sind es nämlich ungemein wichtige Papiere. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Das heißt doch, da waren Stapel Papiere. Brav, weiter so. Ja, ich habe nichts genommen, wozu auch. Es sei denn, alles ist... Ja, ich verstehe. Was? Was verstehen Sie? Ja, fragen Sie Kitty. Kitty Wahlbeck. Sie hat auch das Geld. Das Geld? Welches Geld? Das wird ja immer interessanter. Sie hat alles. Fragen Sie Kitty. Wir fragen aber Sie. Verstehe. Kitty war natürlich längst über alle Berge. Über welche Berge? Komm, hör auf. Mit dem Geld. Sie hat ihr ins Messer geliefert und ist abgetaucht. Fehlanzeige hängt, die ist nicht weg. Das hat sie nie vorgehabt. Woher willst du das wissen? Woher? Aus erster Hand sozusagen. Ich hab mir geschrieben, hier in den Knast. Nett, nicht? Ja. Ja, dann verstehe ich aber nicht. Ja, die Komödie, die sie mir vorgespielt hat, die redet sie nicht ums Geld. Nur um ihren Schatz, Rudi. Wahlbeck? Na, wen sonst? Für Rudi habe ich den Safe aufgeknackt. Mathiesens Safe.
Matheson hatte nämlich mal was mit Kitty und hat ihr bei dieser Gelegenheit irgendwelche Papiere abgeschwatzt, mit denen er Baalbeck erpressen konnte. Ach, so war das. Und jetzt brauchten die nur einen, der ihnen das faule Ei wieder... Einen Idioten, jawohl. Aber Kitty hält mich immerhin für einen netten Idioten. Aber sie hätte die ganze Zeit was vorgemacht. Das tut sie immer noch, hier. Und eines Abends, da wollte er wissen, wie das ist mit uns. Ja, und ich habe es ihm gesagt. Es war ihm sofort aufgefallen, wie du mich immerzu angestarrt hast. Und mir ist das ja auch nicht entgangen. Jedenfalls habe ich ihm alles erklärt und er war nicht einmal ausfallend, hat nicht getobt. Er hat mich um Verzeihung gebeten, verstehst du? Er bat mich um Verzeihung und sagte mir, wie viel ich ihm bedeute und dass er gerne noch einmal einen neuen Anfang machen möchte. Aber, Kittel, ja. Hör zu. Auch mir verzeiht er übrigens, stell dir vor. Ich habe zwar mit seiner Frau geschlafen, dafür hat er aber seine Papiere zurück. Jetzt sind wir quitt. Eigentlich bin ich es, der eine Komödie abgezogen hat, nur dass ich das nicht gemerkt habe. Wollte der lachende Dritte sein und bin nur der Dritte, über den alle lachen. Also dann, Kittel, ich muss jetzt langsam los. Mhm. Wir werden sehen, wie wir dich herausholen, was? Nee, vergiss es, Hank, danke, aber kein Interesse. Du brauchst ja nicht bei mir einzusteigen, wenn du nicht willst, aber... Hey, was ist denn mit der Vorstellung, dir bald wieder ungestört nach dem Leben trachten zu können? Reizt die dich nicht? Klar, du musst das wahnsinnig komisch finden. Leider kann ich da nicht mitlachen. Schon gut, Kittel. Weil ich auch das versiebt habe. Und wer es nicht mal fertig bringt, auf anständige Weise abzukratzen, der hat, weiß Gott, den Knast verdient. Mach's gut, Kittel. Halt die Ohren steif. Du siehst mich bald wieder. Rudi und ich, wir haben uns schon lange nicht mehr so gut verstanden. Ich bin fest davon überzeugt, dass das wirklich ein neuer Anfang wird. Ist das nicht toll? Übrigens hat Rudi gesagt, dass er dir nichts nachträgt. Immerhin hast du ihm mit der ganzen Sache aus einem riesen Schlamassel geholfen. Ihr seid jetzt quitt, sagt er, wie der alte Kumpel, so wie früher. Deshalb meint er auch, dass du nichts dagegen hast, wenn ein alter Schulfreund sich deine Yacht ausleiht für ein paar Tage. Lass den Kopf nicht hängen, Bernie. Und denk dran. Ein, zwei Jahre, dann bist du wieder draußen. PS. Ah ja, das mit dem Boot. Du kannst es in der Zeit ja auch kaum gebrauchen, stimmt's? Ich finde es goldig und Rudi war auch ganz hingerissen. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut, dass er so einen tollen Kahn hat. Das hat er wirklich gesagt, ehrlich. Ich hatte ja noch die Schlüssel und... Ja, da haben wir uns kurzerhand entschlossen, eine kleine zweite Hochzeitsreise zu machen. Ich hoffe, du nimmst das nicht krumm. Aber ich hatte keine Zeit, dich um Erlaubnis zu fragen. Also hole ich es hier mit nach. Ahoi. Prost. Mein Schatz. Ach, na, wie findest du das? Ist das nicht traumhaft? Ich bin wunschlos glücklich. Absolut. Bis auf eins. Das wäre... Der Sekt ist alle. Ich hol noch eine Flasche. Geh mir bloß nicht inzwischen weg. Ach, Rudi. Hey, wo sind denn die verdammten Flaschen? Eben habe ich doch noch eine gesehen. In der Ecke, Schatz, neben der großen Kiste, gleich bei der Treppe. Rudi? Hier liegt aber auch alles im Weg rum. Im Dunkeln breche ich mir garantiert ein Bein. Er wird aufräumen, wenn er zurückkommt. Ich werde es ihm sagen. Ja, ja. Ich habe dieses Ding da glatt vom Tisch gefegt. Diesen Anrufbeantworter, jetzt blinkt er wie verrückt. Hat wohl jemand angerufen. Hast du den Sekt, Schatz? Aber klar. Auf dich, meine Kitty. Komisch eigentlich. Was ist komisch? Und dass er einen Anrufbeantworter hat. Das tut gut. Er hat nämlich gar kein Telefon.